So, hallo, wir machen weiter bei Ultimate Mario Challenge. Das letzte Mal haben wir mit der Coin Snake gegessen. Die hatte auch mal Hunger, das darf sie haben. Jetzt gehen wir weiter. Zum Midway Point. Na dann. Hooray. Stopp. Kann ich durch die blaue Röhre wieder zurück? Nur mal so. Interesse halber. Huch. Hätte jetzt angenommen, dass da irgendwas Verstecktes ist oder hier ist was Verstecktes oder so. Man weiß ja nie. Nein, anscheinend nicht. Okay, dann machen wir die 4 auf. Oh boy. Okay, erstmal den Pilz verlieren. Da ist ein Reset-Door. Wobei, muss ich den Pilz verlieren? Ja, doch, das sieht schon sehr nach Pilz verlieren aus. Ich wüsste nicht, wie ich das überstehen kann, ohne den Pilz zu verlieren. Deswegen, ja. Okay, wir wollen offensichtlich den Pilz jetzt aber natürlich nicht mehr verlieren. Ja, okay, das ist aber jetzt nicht so böse. Das Böse ist halt, dass der Koopa gerne mal umdreht zu mir. Aber das muss ich einfach so timen, dass ich unter ihm durchrutsche, während er hier rumwurstelt und hier zurückkommt. Oh, das ist jetzt nicht so schwer. Aber das war auch erst der Anfang. Da kommt jetzt mehr solches Zeug. Okay, alles klar. Das ist jetzt aber auch ganz cool gemacht, finde ich. Das ist mal eine coole Idee. Darf ich die mitnehmen? Dankeschön. Sehr freundlich. Huch! Ich stehe da gerade ein bisschen ungünstig. Und natürlich darf ich nicht. Das ist eine coole Idee eigentlich irgendwie. Finde ich gerade. Hier dieses Durchrutschen und so, das finde ich gerade ist eine echt coole Idee. Okay, wie soll ich denn die Sägen jetzt da überleben? Also ohne getroffen zu werden vor allem. Das geht doch gar nicht. Oder könnt ihr mir unten nichts haben? Ja, super. Ach so, das wusste ich nicht. Da schau mal einer, guck. Und der Block war irgendwie komplett irrelevant. Von mir aus. Finde ich gut. Das ist ein lustiges Gimmick. Ich bin gespannt, wohin das noch führt. Mit einer Disco-Shell ist es natürlich ein Stückchen gemeiner. Schade, dass ich jetzt keine Shell mehr dabei habe. Die habe ich ja schon bei der anderen Disco-Shell hergegeben. Aber das ist jetzt mit einer Disco-Shell, ist es schon gemein. Da muss ich schon gucken, dass ich direkt weitergehe. Weil sonst ist die über mir und das war's dann mit dem Pilz. Ja, das war's dann mit dem Pilz. Den brauche ich bestimmt noch, den Pilz. Sonst wäre das jetzt hier alles Schwachsinn. Nun gut. Theoretisch könnte ich die Shell bis hierher mitnehmen, wenn ich das geschickt anstelle. Oder nein, wir machen das ganz anders. Wir profitieren jetzt von unserem Lieblingsglitch. So. Disco Shell lebt. Disco Shell tötet sich selbst. Das ist ja kein Glitch. So. Hihi. Vielleicht ist das sogar so gedacht. Ich weiß es nicht. Finde ich gerade ganz gut jedenfalls.
Gewusst wie, sage ich da nur. Lass mich in Ruhe. Nein. Ja, und das hier, also das kann ich doch nur mit Shell umgehen. Diesen Tod. Hm. Runter. Oder ich bin einfach schnell genug, das geht natürlich auch. Aber die behalte ich jetzt, die wird mir sowas von helfen noch, glaube ich. Huch. Hoffe ich zumindest. Ob ich den noch brauchen werde? Oh, was ist das denn hier? Nice. Okay, hier verlieren wir unseren Pilz. Da ist dann auch nämlich die Abfrage, dass man ihn noch dabei haben muss. Können wir die bitte nicht töten, sondern mitnehmen? Das wäre super. Dankeschön. Oh, nö, wir nehmen sie nicht mit. Ist okay. Ist okay, wir nehmen die Shell nicht mit. Dann eben nicht. Okay, und wir sind wieder im Hauptteil, wo wir... Also, was heißt Hauptteil? Aber in dem Teil, mit dem wir auch angefangen haben. Wo wir lustige On-Off-Gedöns-Rätsel haben. Das heißt, Rätsel sind es nicht, sondern... Oh, ich hasse das mit diesen Stacheln, dass man die erst wirklich möglichst spät dann hier... Das ist so ein Krampf. So, geh hoch. Und geh runter. Und rüber. Was ist denn da drin jetzt? Und wie komme ich da hin? Huch! Da ist ein P-Switch drin. Ist das richtig so, wie ich das mache? Ich weiß es nicht. Bin ich in der richtigen Reihe jetzt drin? Theoretisch könnte es hinhauen. Wenn ich hier ein bisschen besser noch drüber komme. Not so sure, if das so gut ist gerade. Aber wir können es einfach mal probieren, mein Gott. An sich gefällt mir die Situation gerade ganz gut. Ich bin halt nur nicht sicher, ob ich mit dem Mini-Hop dann hier dran vorbeikomme. Da die doch schon runterkommen. Nein, es haut hin. Okay, cool. Cool. Oh, wait. Ich bin doch im falschen Abschnitt. Siehst du, ich muss nämlich unten sein. Dachte ich mir. Aber wir kommen bis zum P-Switch hin. Ich muss ihn nicht mal drücken. Ich kann ja erstmal mit ihm hier durch. Richtig. Huch. Bin ich jetzt richtig hier? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jetzt hauen die da oben ab. Warten wir halt ein Stück.
Ja, ich bin richtig. Perfekt. Huch! Okay, ich sollte vielleicht warten, ihn zu drücken. Bis das wieder runterfährt. Das war zu bald. Ja, natürlich. Igitt! What? Yes! Alles gut, hier wollte ich sein. Hier ist schön. So, und jetzt wurschteln wir da zwischen den Blöcken hin und her, ja? Okay, wie hoch fährt das? Okay, ich dachte schon. Ich hatte gerade schon ein bisschen Bedenken. So, wäre es super, wenn... Nee, muss ich gar nicht. Wir haben gelernt, Dinge, die erst noch wackeln, kann ich berühren. Ich darf jetzt nur nicht in dem Moment runterfallen. Nice. Das ist jetzt nicht mehr nice. Der fährt nicht mehr von selber hoch, ne? Ich muss den da nochmal drücken. Scheiße. Aber dann haben wir den Stachel hier schon mal weggemacht. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Das war jetzt ja super. Können wir da bitte rüberkommen, ohne dass es den ständig drückt? Fuck you. Na, so haut das nicht hin. Jetzt fährt er zwar wunderschön hoch, aber viel zu spät. Weil jetzt komme ich dann... Ach, jetzt stimmt, dann komme ich ja da gar nicht mehr durch. Das müsste ich quasi schon vorher durchlaufen. Weil jetzt fährt er wieder runter, aber beim Runterfahren... Nee, ich muss das andersrum timen. Alles klar. Dann ist es jetzt ja richtig rum. Ich bin doof, alles gut. So... Dann drücken wir ihn hier. Der blöde Stachel ist schon weg. Dann kann ich jetzt hier durch. Und dann kann ich da nämlich schön hoch. Wenn das blöde Scheißvieh nichts mehr dagegen hat. Dankeschön. Und dann können wir hier in den nächsten Abschnitt rein. Huch. Nein! Schlechter Safe. Ganz schlechter Safe. Böse. Okay. Aber daran sieht man, dass das hier echt so eine Maßarbeit ist. Na, das ist... Schon wieder. Warum? Jetzt aber. Fuck, what? Warte, fuck, ich muss hier warten. Diesmal muss ich wirklich sofort hier warten. Und jetzt den richtigen Moment erwischen. Wenn das Viech weg ist und dann kann ich direkt... Oh Gott. Das ist noch zu bald sogar. Jetzt muss es aber passen. Ach. Jetzt weiß ich, ob ich in das Viech bin oder in die Stacheln. Alter, jetzt bin ich definitiv in die Stacheln nochmal. Also immer noch zu bald. Das gibt's doch nicht. Die haben echt eine... Blöde Hitbox. Okay, da muss ich jetzt schnell rüber.
Das sieht aber noch ganz gut aus, finde ich. Das gibt's doch nicht. Okay. Den nehme ich mit. Den würde ich zumindest gerne mitnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich ihn einfach doch nicht mit. Und ich nehme ihn doch nicht mit, habe ich gesagt. Den möchte ich auch nicht mitnehmen, bitteschön. Da möchte ich gerne nochmal unten durch. Und dann aber oben drüber. Ich weiß, ich möchte viel. Aber man kann ja nicht alles haben. Nee, das ist keine gute Idee, da abzuspringen. So. So, und jetzt durch. Nice. Nice. Das ist doch wohl nicht schon wirklich die Boss-Tür. Das willst du mir nicht erzählen. Was? Das war's? Wirklich? Oh mein Gott. Ach komm, ey. Weißt du, Bowser? Oh mein Gott, wir haben fucking Ultimate Mario Challenge durch. Ich wein gleich. Ja, gib mir den Pilz, dankeschön. Oh Mann. Ach komm. Ja, komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ich stehe doch sogar echt gut. Jetzt kann ich leider nicht mehr vorspulen. Hui, 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 hui. So ein spannender Bosskampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huch. Bau, bau. Das Türpige. Und nochmal. Tschüss! Yay! Okay, da hat sich nichts geändert. Ich glaube, wir haben ja die Quests ja eh schon mal gesehen. Ach Gottchen! Das Schlimmste im letzten Level waren die ersten zwei Screens. Alles andere habe ich ja geschafft. Nur die ersten zwei Screens nicht. Oh boy! Oh boy. Gut. Dann. Ja, das ist auch ein. Das ist gut, dass es gar nicht mehr gespeichert hat. Das ist gut, dass da kein Autosave mehr drin ist. Das ist völlig in Ordnung. Gar kein Problem. Ja, ne? Woran das liegt, weiß ich nicht, aber ja, gut. Natürlich. Wir haben ja zum Glück eine Overworld, auf der ich alles betreten kann. Zum Beispiel die hier. Nee. Aber zum Beispiel, wenn ich mich hier einfach mal gerade umbringen lasse. Dankeschön. Dann haben wir hier wieder unsere Overworld. Und dann ist alles fein. Dann kann ich nur kurz sagen, die nächsten Parts von diesem Ding hier, sind wir jetzt durch. Das ist quasi der letzte Part. Aber es wird noch ein oder zwei Parts geben, wo ich den lieben Chosen mit dabei habe. Der mir dann nochmal erklärt, wie die Puzzle gegangen sind, die ich alle gebreakt habe. Da werden wir dann quasi nochmal so eine Art, ja, Fazit-Resümee. Er kann nochmal ein bisschen was sagen zu seinem Hack, was er gut fand, was er schlecht fand, was er anders machen würde und so weiter. Also er wird selber nochmal zu Wort kommen, was ich persönlich eine sehr großartige Idee fand. Insgesamt fand ich den Hack richtig cool. Es ist halt wirklich so von... Also es waren
böse Stellen drin, es haben Stellen nicht funktioniert und so weiter. Aber wir haben alles hingekriegt letztendlich. Und es waren natürlich auch viele Aufregerstellen drin, meine Fresse. Und man hatte auch auf die letzten, also auf gerade die letzten Level hatte ich schon so gar keine Lust mehr, aber man muss halt das weitermachen, wenn man sowas anfängt. Naja, und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Chosen, dass du mir das überhaupt gegeben hast und dass du da an mich gedacht hast und dass du gedacht hast, hey, der sollte das mal spielen. Und ansonsten, wie gesagt, die nächsten Parts mit Chosen. Ein oder zwei sind es vielleicht oder ein großer. Ich weiß es noch nicht, wie wir es machen. Und auf diesem Platz macht Mario dann ein bisschen Pause. Also das werde ich dann natürlich auch nochmal in den Parts mit Chosen sagen. Ich sage es nur jetzt schon mal. Wir werden dann wieder ein bisschen Trackmania machen. Da haben mir der liebe Fritz und Eduardo, die haben mir schon wieder Strecken geschickt. Und das werden wir auch wieder mit ihnen zusammen in der Aufnahme machen. Also das wird, glaube ich, auch wieder ganz lustig. Da werden wir demnächst aufnehmen und dann sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss.